Ja, herzlich willkommen bei Alles auf den Tisch. Mein Name ist Markus Böker. Ich bin Schauspieler und Coach. Und ich habe heute Dietmar Tschichol als Gast, Diplompsychologe. Und wir unterhalten uns heute über Corona-Angst und was diese Angst mit unserer Psyche macht. Hallo, freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung zunächst und auch Ihnen guten Abend. Zur Vorstellung, ja, Sie haben es ja schon gesagt, ich bin Dietmar Tschichol, ich bin Psychologe. Von der Promotion her bin ich Naturwissenschaftler und bin Supervisor und Psychotherapeut. Ich habe viele Jahre in der Suchthilfe gearbeitet, als Klinikleiter und so weiter und bin auch weitere viele Jahre jetzt in eigener Praxis tätig. Alles klar, also das heißt, Sie haben also eine eigene Praxis und haben sehr viel Erfahrung eben jetzt in Ihrer Praxis mit dem, über das wir gerade jetzt gleich reden werden da. Ja, natürlich, das bleibt nicht aus. Ja. Alles klar. Sie haben ja zusammen mit Ihrem Sohn Aaron und Ihrem Kollegen Hans-Joachim Marz Ende 2020 ein Buch veröffentlicht, das heißt Corona-Angst, was mit unserer Psyche passiert. Und da würde ich Sie gerne fragen, was ist denn aus Ihrer Erfahrung durch Corona beziehungsweise die Maßnahmen mit unserer Psyche passiert? Ja, das ist eine komplexe Angelegenheit. Da ist, glaube ich, viel passiert, was man jetzt aus der psychologisch-psychopathologischen Sicht erstmal beschreiben kann, ist, dass also schon mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr, März 2020, bestimmte symptomatische Merkwürdigkeiten zu sehen waren. Und das hat natürlich erstmal eben mit diesem Thema Angst zu tun. Es gab eine zunehmende Beängstigung. Es gab dann in den weiteren Wochen und Monaten, zur Zeit des ersten Lockdown und so weiter, weitere Symptome, die einem aus der Psychopathologie vertraut sind. Es gab zwangsneurotische Verhaltensweisen, Zwangsvorstellungen, Zwangsgedanken, also die das Verhalten, das dann auch durch Verordnungen und so weiter eingeleitet und auch dann überwacht wurde, entspricht in vieler Hinsicht dem, was man in der Psychopathologie eben gut kennt, das Verhalten von Neurotikern. Das ist zum Beispiel Abstände, dieses sich zu Hause verkriechen, das Maskentragen. Solche Phänomene gab es früher auch bei einzelnen Menschen, die eben unter bestimmten neurotischen Störungen gelitten haben. Das wurde jetzt aber zur allgemeinen Verhaltensregel. Und wohlgemerkt, ich sage damit jetzt gar nicht, das hatte ja überhaupt keinen Sinn. Das behaupte ich damit gar nicht. Ich beschreibe jetzt nur mal, was eben passiert ist und was zu sehen war. Und das entsprach ganz in vieler Hinsicht ähnlichen Phänomenen, die man in verschiedenen neurotischen Störungen auch sieht. Dazu gehört auch, dass es eine allgemeine Regression, einen Entwicklungsrückschritt gab, dass autonome, also Menschen, die gewohnt waren, autonom selbstbestimmt zu leben, sich mehr und mehr mit Verordnungen konfrontiert sahen, die das Leben bis in den privatesten Bereich, also zum Beispiel Kontaktbeschränkungen und so weiter, verändert haben und eingeschränkt haben. Das hat insgesamt mit einer Regression zu tun auf ein früheres Entwicklungsniveau. Und diese Regression ist auch nicht nur zu beschreiben individuell, im individuellen Verhalten oder eben den Vorgaben, die das Verhalten bestimmt haben, sondern das kann man auch gesellschaftlich sehen, ne? Auch Regressionen in der Auslegung dessen, was die unverbrüchliche und uneinschränkbare Grundrechte des Menschen sind, in der Vorstellung, was rechtsstaatliche Gewaltenteilung und all solche Dinge sind. In all diesen Dingen bis hin zu den damals geschlossenen Grenzen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, das alles kann man als Regressionen beschreiben.
Entwicklungsrückschritte. Und in dieser Hinsicht, da ist also offenbar einiges mit der Psyche geschehen, neurotische Symptombildung insgesamt eben einer erheblichen Angstneurose, kann man beschreiben, mit auch zwanghaften Anteilen, mit Regression im Entwicklungsniveau. Etwas von einer Infantilisierung kann man beschreiben, die in dieser Regression zusammenhängt, also in eine Kindrolle gebracht zu werden und umgekehrt auch in bestimmten Institutionen und bei Entscheidungsträgern eine Elternrolle einzunehmen und in einem, was man dann ein Übertragungs- und Gegenübertragungsspiel nennen kann, in eine ganz sonst gesellschaftlich ungewohnte Dynamik des Verhaltens zu geraten. Ja, die Angst vor dem Virus ist ja auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Die ist ja entstanden, die ist ja auch produziert worden. Und also wenn man das so zurückverfolgen würde, also noch im März gab es noch eine gewisse Unsicherheit und Unklarheit. Was kommt denn da auf uns zu? Man wird sich vielleicht erinnern, dass noch in einem gängigen ZDF-Magazin am Anfang Wolfgang Wodak zu Wort kam, der also seine Ansätze der Erklärung und auch der Erklärung der Hintergründe dieser jetzt von der WHO ausgerufenen Bedrohungslage erklären konnte, weil man also da noch nicht entschieden war, mit einer bestimmten Haltung an das Thema heranzugehen. Das hat sich aber dann schnell geändert und die Angst vor dem Virus, die muss ja medial vermittelt sein. Die Menschen in Deutschland oder in Europa haben ja jetzt nicht den Zugang gehabt zu dem, was jetzt dann in Wuhan passiert ist und so weiter, sondern es wurde ja medial überhaupt vermittelt, da kommt was, da ist was. Und dann hat es offenbar schnell eine Entscheidung gegeben, zu sagen, gut, diese, sage ich jetzt mal, pandemiekritischen Haltungen, die brauchen wir jetzt gar nicht mehr, sondern wir gehen jetzt in eine bestimmte beängstigende Richtung. Und das ist die Zeit, wo sie dann überall in allen Medien und überall diese Virusdarstellungen sehen, wo man dann die Bilder von katastrophalen Zuständen auf chinesischen Intensivstationen gezeigt hat, wo man also Bilder von Toten, von Särgen, dann kam die Italien-Sache, die Bergamo-Sache und so weiter. Es wurde dann sehr eindeutig diese Angst auch hervorgerufen und produziert. Es wurde systematisch dargestellt, jetzt müssen wir Angst haben. Jetzt müsst ihr Angst haben und wir haben Angst und wir wissen nicht, wo das enden soll. Und das, glaube ich, ist eine Gesamtstörung. Stellen Sie sich vor, wenn man also in einer zweifelhaften, bedrohlichen Situation ist. Natürlich gibt es jetzt verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Und eine Strategie ist eben die, sich quasi in die Angst zu stürzen und in der Angst fallen zu lassen. Und aus psychologischer Sicht, glaube ich, ging es tatsächlich hier zumindest in die Richtung. In vielen anderen Ländern übrigens auch, aber es gibt eben auch Ausnahmebeispiele, wo es nicht nötig war und es hatte keine anderen Effekte, was die Gefahrenbewältigung angeht. Aber hier haben wir tatsächlich beobachten können, dass diese Angststrategie, die Beängstigungsstrategie, die Angstpropaganda tatsächlich dann auch ganz einseitig in den Vordergrund gestellt wurde und dass alle Versuche von zumindest unumstritten, namhaften Wissenschaftlern, wie eben berühmterweise inzwischen auch von Bakhti oder so, dass die marginalisiert wurden, dass die absolut ausgegrenzt wurden und es nur noch in eine Richtung gehen sollte und konnte. Das ist auch eine neurotische Logik. Darin kann man auch einen
Ansatz sehen, dass es sich hier um eine Störung handelt. Denn bei einigermaßen erhaltenem Freiraum in der eigenen Denk- und Entwicklungsweise könnte man natürlich immer noch sagen, selbst wenn man glaubt, oh, das ist aber sehr gefährlich, da kann man trotzdem doch mit anderen reden, die sagen, das ist vielleicht doch nicht so gefährlich. Da kann man doch sich auseinandersetzen, sagen wir mal auch mit dem schwedischen Ansatz, die Selbstbestimmung der Menschen zu erhalten, aber guten Rat zu geben und nur die sehr geringfügige Eingriffe in die Freiheitsrechte zu verfügen, war ja auch möglich. Aber aus der neurotischen Logik gilt eben in dieser Symptomatik nur noch das. Es ist das, der Kompromiss, der gewissermaßen geschlossen wird, innerlich, um zu sagen, jetzt in der Bedrohungslage, in der Konfliktsituation, in der ich mich fühle, muss ich jetzt mit der Symptombildung reagieren. Diese Symptombildung, Beängstigung, da haben wir vielfach drüber diskutieren können und müssen, wenn Sie beispielsweise sich auch an dieses Strategiepapier des Innenministeriums vom April oder eigentlich schon Ende März vorigen Jahres erinnern, da ging es ja ausdrücklich darum, wir müssen diese Beängstigung weitergeben, wir müssen die gewünschte Schockwirkung erzielen. Und da hat man auch mit psychologisch gesehen, also sehr ausgefeilten Methoden gearbeitet. Wenn man zum Beispiel ausdrücklich gesagt hat, man muss den Leuten sagen, hey, sonst ersticken deine Angehörigen oder du selber erstickst. Und der Erstickungstod, so wurde da argumentiert, der ist so schrecklich, dass man diese Vorstellung jetzt provozieren muss, um die Leute gefügig und gehorsamsbereit zu machen. Das ist zum Beispiel etwas, wo schon Freud geschrieben hat, das ist für seine Überlegungen vielleicht sogar die Urerfahrung der Angst, nämlich bei der Geburt, bei der Umstellung auf die autonome Atmung, wenn da nämlich eine Erstickungsangst entsteht. Und da hat er mal darüber reflektiert, dass das vielleicht dass die Grunderfahrung der Angst überhaupt ist. Und die wurde ausdrücklich hier angesprochen, die sollte provoziert werden. Und ja, dann kann man gut nachvollziehen, dass das auch wirksam war. Kann man das so sehen, dass man jetzt, wo man sich ja auch die Spaltung der Gesellschaft und wie vehement Positionen verteidigt werden, die Spaltung geht ja mit durch die Familien, dass man das aufrechterhalten muss, weil es einfach zu schlimm ist, jetzt quasi zuzugeben, dass man sich geirrt hat. Und das betrifft ja möglicherweise auch beide Seiten, sowohl Befürworter wie auch Gegner der Maßnahmen. Gibt es sowas wie dieses Phänomen psychische Abwehr, psychologische Abwehr? Ja, da möchte ich gleich gerne ausführlicher was zu sagen, aber zunächst zu Ihrer Beschreibung. Ja, es gibt ja eben Abspaltungen. Es gibt offensichtlich Abspaltungen, dass Sie beschreiben, da kommen die Informationen und die kommen dann zum Teil sogar auch medial vermittelt durch, aber die werden nicht berücksichtigt. Es wird quasi in einem Atemzug oder von einer Meldung zur anderen wird ein Widerspruch auch durchaus gemeldet, aber es hat keine Konsequenzen. Und da haben wir natürlich auch nochmal ein Thema, was ist die Symptomatik der ganzen Störung auch in dem, was wir in den Medien beobachten konnten. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Aber jetzt will ich zu Ihrer Frage was sagen, weil die auch auf ein Zentrum dieser psychologischen Perspektive zielt. Das ist nämlich das, ich sprach eben schon von der allgemein zu beschreibenden Regression. Regression auf frühere Entwicklungsstufen. Und in einer sehr frühen Entwicklungsstufe des menschlichen Lebens, nimmt man aus psychoanalytischer Sicht an, gibt es sogenannte primäre oder primitive Abwehrmechanismen. Und diese Abwehrmechanismen kann man auch an verschiedenen Stellen in diesem Gesamtgeschehen, nicht nur bei einzelnen Menschen, sondern auch in dem Gesamtgeschehen, auch im medialen, im politischen Verhalten, auch in den Diskussionen oder nicht mehr stattfindenden Diskussionen in dieser Polarisierung der Gesellschaft feststellen. Diese Abwehrmechanismen, die sich ursprünglich eben auch gegen Angst
sie dienen der Abwehr von Angst, sie dienen der Abwehr von Bedrohung. Diese Abwehrmechanismen sind zum Beispiel die Spaltung, die darin dann sich äußert, dass nur noch schwarz-weiß gesehen wird, dass nur noch entweder ganz gut oder ganz böse gesehen wird, also eben diese Polarisierung, ein früher im ersten Lebensjahr zu beschreibender Abwehrmechanismus. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist die Projektion. Mhm. Das ist dieses, was ich bei mir erlebe, das werfe ich dem anderen vor. Das ist der. Das, was ich bei mir erlebe und fürchte und was mich vielleicht bedroht, beängstigt, das weise ich dem anderen zu. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist die Verkehrung, ja, das Umkehren. Und solche Phänomene konnte man also auch in verschiedensten Beispielen beschreiben. Auch wenn es zum Beispiel jetzt in neuerer Zeit heißt, ja, also wer sich nicht impfen lässt, ist unvernünftig, der ist unsolidarisch und so weiter. Umgekehrt aber von den Menschen, die ja, ihre Gründe haben, skeptisch zu sein gegenüber einer so schnell entwickelten Impfung zum Beispiel, die sehen sich eben völlig anders. Die sehen eben die anderen als die, die unsolidarisch sind, indem sie Druck ausüben, indem sie dieses Recht, seinen eigenen Körper, seine Gesundheit zu entscheiden, grundlegend in Frage stellen. Das heißt, es verkehren sich diese Argumente, die werden dann auch so merkwürdig austauschbar. Es wird von der einen Seite gesagt, ihr seid im Wahn. Ja, die Corona-Kritiker, Skeptiker sind im Wahn, wie umgekehrt genauso die Skeptiker den Koronisten vorwerfen, dass sie in einem Wahn befangen sind. Also solche Verkehrungsmechanismen oder auch Verleugnung gehört ebenfalls zu den Mechanismen, zu den primitiven Abwehrmechanismen. Weil beispielsweise nehmen Sie mal die ganze Berichterstattung oder Nichtberichterstattung über Alternativen, wie das schwedische Modell. Da wurde verleugnet, es wurden Ergebnisse verleugnet, wenn die WHO im letzten Herbst, wo der zweite Lockdown kam, die WHO veröffentlicht hat, Lockdowns nützen nichts. Die WHO, dieselbe WHO, auf die man sich ursprünglich bezogen hat bei der ganzen pandemischen Bedrohungslage und so weiter, das wurde verleugnet. Das spielte überhaupt keine Rolle. Das wurde einfach weggedrängt. Und da kann man schon, also ja, auch diesen Regressionsaspekt sehr deutlich exemplifizieren an diesen Punkten, wo diese primitiven Abwehrmechanismen, primitiv heißt jetzt nicht wertend, sondern das heißt, das sind die frühesten, die wir im Leben entwickeln. Ne? Kann man denn an der Stelle sagen, weil ich immer so ein bisschen versuche, das Verbindende zu finden, dass es, weil so heißt Ihr Buch ja auch, dass es letztendlich um Angst geht. Und wir alle haben mit Angst zu kämpfen. Die eine eben Angst vor Ansteckung, Tod und so weiter. Und die anderen eben jetzt Angst vor Unfreiheit, vor Diktatur, vor der Impfung, also vor Verlust der Gesundheit. Und die Politiker haben Angst, jetzt in diesem Stadium, sage ich mal, Angst, Fehler zu machen, Angst vor Machtverlust. Und wenn man die Betonung auf das Verbinden jetzt wieder mehr legen würde. Mich würde interessieren, was würde denn, also wenn wir jetzt davon ausgehen, für die einen ist die Sicherheit wichtiger und für die anderen von mir ist die Freiheit, um es jetzt mal zu verkürzen. Und die Politiker wollen einfach einen guten Job machen und möglicherweise einfach ihr Amt behalten. Wenn das Verbindende ist, was wäre denn jetzt das, was wir dringend tun müssten oder was wir benötigen würden, um aus dieser Pattsituation rauszukommen? Ja, idealerweise, nach dem bisher Gesagten, kurzen Zügen skizzierten, müsste ja wieder Entwicklung stattfinden. Es müsste ja aus der Regression, der Rückentwicklung, müsste es wieder eine Entwicklung vorwärts geben. Das heißt, Entwicklung geht immer in Richtung auf Autonomisierung, geht in Richtung auf Selbstbestimmtheit, geht in Richtung auf auch die Möglichkeit unter Erwachsenen,
Menschen, sich auszutauschen und auch den Diskurs und die Auseinandersetzung nicht zu scheuen. Das sind natürlich alles fromme Wünsche, denn es wird wahrscheinlich bei dem Beharrungsvermögen, das dann zum Teil eben auch zu beobachten ist, es wird eben nicht so einfach sein, jemanden und oder die ganze in der ganzen Breite von einer großen Zahl von Menschen dahin zu kommen, sondern ja, jeder könnte sich fragen, wo stehe ich jetzt, wo war ich tatsächlich in so einem regressiven Zustand und wo kann ich mich jetzt, wenn ich mir das bewusst mache, auch wieder da rausbewegen und dann auch wieder offen werden für die Diskussion mit anderen. Und da haben Sie recht, das gilt auf beiden Seiten, weil diese Polarisierung und diese Spaltung eben gerade wieder ein regressives Symptom ist. Und jetzt ist die Frage, ja, wer soll's richten? Und wie kann hier Heilung überhaupt passieren? Natürlich in den grundlegenden Vorstellungen der tiefen psychologischen Psychotherapie, Psychoanalysen geht es darum, über Bewusstmachung die Neurose, die Symptombildung aufzulösen, überflüssig zu machen, weil sie ja eigentlich nur Ausdruck von verdrängten und unbewussten Konflikten ist. Und das können wir individualpsychologisch beschreiben, das können wir aber auch gesellschaftstheoretisch beschreiben, weil auch in einer Gesellschaft gibt es ungelöste und zum guten Teil unbewusste Konflikte oder eben Dinge, die verdrängt werden. Genauso wie es im Individuum verdrängte Inhalte gibt, die dann aus dem Unbewussten heraus rumoren, so gibt es das gesellschaftlich gesehen auch. Aber wie der Ansatz zur Heilung hier wäre, wenn nicht jeder bei sich selber anfängt, ist eine offene Frage. Und an der Stelle muss man auch sagen, es gibt vielleicht noch eine höhere Ebene als die psychologisch-psychotherapeutische. Es gibt ja vielleicht noch eine spirituelle Ebene, die übrigens in der ganzen Problematik auch angesprochen wird. Denn das, was wir auch sehen, ist doch tatsächlich eine quasi religiöse Haltung in diesen Fragen, der Absolutheitsanspruch, der herrschenden Lehrmeinung. Ist ja so, dass die anderen, also Bhakti und wer auch immer, sind ja Ketzer. Nicht? Da haben wir doch eigentlich so, durchaus so archaische Muster, der Absolutheitsanspruch, der quasi dann auch diese Polarisierung wieder mit hervorbringt und den anderen nicht nur marginalisiert, sondern auch verteufelt und dämonisiert. Nur jetzt eben hier nicht mit einer theologischen Dogmatik, sondern mit einer quasi virologischen Dogmatik und umgekehrt auch die Impfung, also quasi sakramentalen Charakter hat. Das ist die das ist der Erlösungsschritt. Der aber, wie das jetzt wieder in der Neurose und auch in religiösen Neurosen so üblich ist, der muss ja immer wiederholt werden. Die Erlösung kann ja nicht einfach stattfinden. Die muss ja dann immer wieder. Sakramente müssen immer wieder zelebriert werden. Und wenn wir das so sehen, können wir sehen, in der ganzen Problematik gibt es auch quasi auf einer religionspsychologisch eine Dimension. Aber das ist vielleicht eben ein Hinweis, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, dass wir bei der Frage, wie kann sich das lösen und wie kann der gegenseitige Wahnvorwurf aufgelöst werden, müssen wir auch an den Gedanken kommen, zu sagen, ja, vielleicht gibt es eine höhere Ebene, auf der dann die Entscheidung zwischen Wahn und Wirklichkeit nicht mehr so schwierig ist, wie es für uns Menschen ist, ne? Wo wir eigentlich in dieser Relativität befangen sind. Und bei der Gelegenheit denke ich immer an einen alten Psychiater, der vor 200 Jahren, das war Maximilian Jacobi, gesagt hat, der Wahn, wenn er epidemisch wird, heißt Vernunft. Und da in diesem Satz wird deutlich, dass dieses nicht auszufechten ist auf dieser Ebene. Wir müssen die Ebene wechseln, sei es in spiritueller Hinsicht, sei es in erkenntnistheoretischer Hinsicht.
Wir müssen tatsächlich aus diesen Standpunkten heraus abstrahieren und versuchen, von einer Stufe höher die ganze Problematik zu betrachten, weil wir uns sonst nur verkennen. Also in einer Hinsicht können wir sicher davon ausgehen, also die spirituelle Ebene, die ich eben gesagt habe, wenn wir die überhaupt mit einbeziehen nach unserem Weltbild, dann sind die Hoffnungen immer groß. Da geht es dann hoch auf der Skala. Es gibt aber natürlich auch eine andere Ebene dabei, die man auch erwähnen muss. Also wenn Sie mich das jetzt so persönlich fragen, für mich wirkt im Moment positiv, dass jetzt um uns herum so langsam diese Vernunftdefinitionen wieder beweglich werden und dass also in Dänemark, in Großbritannien, in den Niederlanden, in Schweden sowieso, also jetzt auch irgendwo so eine, ja, also man landet. Und ich glaube schon, ich persönlich glaube, dass das auch ein Prozess ist, der sich auswirken wird, auch wenn das dann in einem oder anderen Land länger dauert und noch andere Faktoren irgendwelcher Art eine Rolle spielen. Also deshalb bin ich da schon optimistisch und würde das auch so pragmatisch und ohne die spirituelle Ebene, also schon bei 7 bis 8 ansetzen, dass sich etwas schließlich normalisiert. Andererseits aber haben Sie durchaus auch etwas Wichtiges angedeutet. Es wäre vielleicht auf eine Weise auch schade, wenn nach einer so tiefgreifenden, auch psychischen, auch kollektivpsychischen Krise der Erfolg dann wäre und das Glück wäre, wieder da zu landen, wo man vorher war. Die Probleme haben doch vorher angefangen und die verdrängten, unbewussten Konflikte, individuell, aber auch im Kollektiv, die sind doch schon lange da. Es ist ja nicht jetzt plötzlich irgendwas passiert, was nicht schon konkrete Vorgeschichten auch hatte und was nicht auch eine Bedeutung über diese konkrete Krise hinaus hatte. Das heißt, die Hoffnung auf eine Transformation, und die Hoffnung darauf, dass Krisis heißt ja im Griechischen Entscheidung. Ne? Krisis ist eine Entscheidungsphase, ist eine Übergangsphase. Und da kann man sehr wohl auch diese Hoffnung haben und sagen, das kann ja zu was Besserem führen. Es können auch solche Dinge, wie ich die erwähnt habe, was Foucault so schön analysiert, was das also für Denksysteme sind, die zum Beispiel diese Biopolitik überhaupt in den letzten 200 Jahren haben entstehen lassen. Die können reflektiert werden, die können auch überwunden werden. Natürlich sind das fromme Hoffnungen, aber da ist was möglich. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auch, es war interessant für unsere Zuhörer. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und bleiben wir gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, wir werden einen in gewisser Weise heißen, spannenden Herbst erleben, auch nach der Wahl. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen auch und wünsche auch alles Gute Ihnen und allen, die zusehen und zuhören. Vielen Dank. Bis bald wieder. Ja, tschüss.